Mal glauben, dass das reicht. Boah, schreit halt nicht so. Wartet mal. Den Ton setze ich mal ein bisschen leiser. Fertig. Zurück zum Spiel. Schon ist das Moderator hier. Ah, im Kuhstall ist schon Mordswart los. Jetzt geht's noch im Schweinestall. Die ganzen Ferkeleien machen. So. So, da sind zwei. Da sind zwei, die sich lieb haben. Und da ist eine einsame Sau. Hallo, ihr zwei. Muss ich dich jetzt zu deinem Glück treiben, Schweinchen? So, komm. Komm. Du auch nochmal. Ja, geht doch, Schweineliebe. Wie schön. So. Und ich leg mich lieber schlafen, bevor dass ich jetzt rüberlaufe nochmal. Muss ja auch nicht sein. Ich könnte noch ein bisschen am Weg basteln, wenn ich eh schon so viel Cobblestone noch hab. Wie habe ich denn? Ja, dürfte ein bisschen reichen. Dann komme ich doch wieder ein Stückchen weiter. So. Hingelegt. Oh, kurz gestreckt. Ist ja eh der Aufnahme erst das zweite Mal, dass ich mich hinleg. Also das erste Mal, wo ich mich mal wieder strecken kann. Ey, wenn man da hier so aufnimmt, dann ist man doch ein bisschen verkrampft hier vom Computer, vom Laptop. Und ich baue hier schon wieder einen Zaun hin. Wieso mache ich hier nicht gleich so? Sieht doch viel schöner aus. So. So, Zaun packe ich hier hoch. Den packe ich hoch. Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. So, den packe ich hoch. Pflasterstein. Dann geht's hier weiter mit meinem wunderschönen Weg. Gut, und jetzt demnächst darf ich mal an die Notschlachtung denken. Also hier mal wieder weniger Schweinchen rumlaufen. Aber erst wenn ich die nächste Runde dann erwachsen oder zeugen lassen habe, dann geht's ab hier. So. Und wehe, hier wächst schon wieder irgendwo Gras. Dann drehe ich durch. So, ein schöner Weg. Oh. So kann man natürlich auch Cobblestone verbraten. Aber immer ruckelt's an der Stelle. Das hat, glaube ich, mit der Stelle was zu tun. So mühevoll abgebaut, die Cobblestones, und jetzt so schnell verbraten. Aber was soll's. So, jetzt lasse ich ihn hier mal fürs Erste auslaufen. So. So, jetzt mache ich hier noch. So. Na komm. Das ist ja ein Mordsweg. Das ruckeln auf, aber nur hier übers Wasser. Wenn ich übers Wasser gehe, wie Jesus. Dann fängt hier das Spiel das Ruckeln an. Das ist ja klar, ist ja ein Phänomen. Also da tut sich der Rechner natürlich schwerer. Aber so wundervoll bringt wie übers Wasser gehen. So. Ich glaube, ich habe die Vermutung, dass mir der Kobbel nicht reichen wird. Oder es sehr knapp wird. Mit dem Cobblestone. Ja gut, wenn es ist, muss ich halt wieder abbauen gehen.
Ah, könnte knapp werden. Könnte echt knapp werden. Aber hier habe ich dann jetzt mal meinen Weg fertig. Da bin ich dann stolz drauf. Meinen schönen kleinen Weg. So, zwei Stacks habe ich noch. Dürfte normalerweise reichen, aber ich kenne mein Glück. Ein Stein wird da wird's nicht funktionieren. So. Ich klicke mir hier meinen rechten Finger wund. So, zum Glück habe ich noch einen Stack. Und wir sind doch nicht fertig. Ich dachte schon. Ich dachte schon, wäre ein ziemlich kurzer Weg gewesen. So, sieht hier ziemlich monoton aus. Nein. So, aber jetzt ist mein Fingerwund geklickt. So, mein Fingerwund geklickt. Kurz mal ausschütteln. So. Mein schöner Finger. So massakriert. So massakriert. So. Ich brauche die Schaufel zur Hand. Mache hier den Weg nur ein bisschen schöner. Und der Ausbau sieht doch jetzt nicht mal so schlimm aus da oben. Nein. Erde. Nochmal korrigieren. So. Jetzt will ich mal bald Ort kurz gucken. Ah, ist nur eine Kuh drin. Da ist zwar dunkel, aber da kann ich spawnen, weil es einfach nur runterfällt. Ja. Willst du mich verarschen? Wo kommst denn du her? Hä? Aufs Maul, Alter. Aufs Maul. Ja, der wird von der Nacht irgendwie reingeplumpst sein. Vielleicht mache ich ja noch eine Monsterfalle. Oh ja. Hier wäre Platz für eine Monsterfalle. Da bräuchte ich auch so viel Cobblestone zum Aufschütten. So, hier hochgestapft. Hier muss ich noch richtige Treppenstufen verbauen. Aber das irgendwann mal. Nicht jetzt sofort. Sieht aber schon gut aus, der Turm. Hat schon was. Ist zwar noch ein bisschen spartanisch, aber da kommen schon noch ein paar Akzente hin. Hoffe ich mal, was mir was Gutes einfällt. So, hoch hier den Turm. So. Dann brauche ich nochmal Kobeli. Wo ist er denn? Da ist er ja. Und da ist er ja. Weg mit dir. So. Und dann kommt der Zaun ins Spiel. Ja. Ich werfe meine Eier weg. Ich brauche sie nicht mehr. So. Ja, man kann hinunter gucken. Besser ist, wenn ich jetzt irgendwas anderes da hinzimmer. So, nur schwierig hier zu verbauen. Vor allem, wenn ich an der maximalen Bauhöhe bin, ist das halt ein bisschen doof. Ich müsste fast noch so eine Steinreihe hier drüber. Aber was soll's. So. Wie kriege ich dich jetzt am besten weg? Ach, verkehrte Axt. Nein! Habe ich wieder keine wirkliche Axt dabei, sondern immer nur meine scheiß Streitaxt. Die kann zwar Schädel, aber kein Holz spalten. Wow, jetzt wäre ich beinahe wieder runtergefallen. Ich mach's ja so gern. So, plupp. Schön. Wäre vielleicht glasschlauer gewesen. Aber man sieht's.
besser. Vielleicht, dass ich hier noch einen Koppel reinhau und da. Da und da. Da und da. Und genau in der Mitte die zwei. Achso, da und da muss ich auch noch. Weil sonst tue ich mich immer so hart mit dem Abschätzen von der Mitte. Wenn ich hier schon unsymmetrisch hier vorgebaut habe. Und das Lied ist heute auch schon mal gekommen. Die Playlist will mich hier echt verarschen. Über 42 Stunden lang, aber die kommen andauernd kommen dieselben Lieder. Jetzt geht's um einen verschissenen Koppel nicht aus, oder was? Ich weiß ja zum Glück, wo ich jetzt einen herkrieg. Auf der Leiter fresse ich jetzt erstmal was. So. So, hol ich mal halt den. Sieht sowieso doof aus. So. Was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Das muss ich jetzt kurz nachgucken, weil das finde ich jetzt gerade. Riga. Grand Monster Tam. Okay. Das wollte ich jetzt einfach nur mal wissen, weil. Ist ja doch interessant. So. Wo ist jetzt die Stelle, wo der Koppel fehlt? Hier. So. Ich werde jetzt hier hinuntersteigen, mich in die Koje legen und dann mich mal wieder verabschieden. Nehmen ja doch schon wieder ein, dreiviertel Stunden auf. Um ehrlich zu sein, reicht vollkommen. Fürs Erste. Außer wenn ich wirklich mal wieder Mordszeit habe, dann nehme ich auch gern länger auf. Aber, ups. Habe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Ein bisschen schnibbeln müsste ich auch. So. Türe auf, Türe zu. Ich sag dann tschö. Bis zum nächsten Mal.